Dieses Bild ist wahrscheinlich in 2 Wochen nicht mehr verständlich. Ich hoffe, jetzt verstehen es doch ein paar Leute von Olympia. Das angestrengte Wesen der LMS, der Lernplattform, Learning Management Systems, gegenüber der etwas lockeren Zugangsart der LMNs, der Large Language Models. Wir haben bei den Lernplattformen alles Mögliche drin. Natürlich die Grundfunktionen, die PDF-Schleudern, die in Anführungszeichen PDF-Schleudern, Materialien zu verteilen, Skripte zu verteilen, PowerPoint als PDF zu verteilen und auch zu verbergen, urheberrechtlich korrekt zu verbergen. Es geht ja nicht nur ums Verteilen, sondern eben auch ums Verbergen. Die elektronischen Prüfungen seit Covid, funktionieren sie dann auch? Das war ja auch sehr spannend, als die voll elektronischen Prüfungen kamen. Und dann insbesondere auf Elias ein Fehler nach dem anderen, massiver Fehler nach dem anderen aufgetreten ist, aber inzwischen scheint es ja zu funktionieren. Also das ist drinnen. Die Kommunikation, insbesondere mit Chat oder Teamarbeit auch ist drinnen. Kleinkram wie Umfragen, Kalender, Learning Analytics, die man in Deutschland nicht so gut machen darf, wegen rechtlicher Lage, also in eingeschränkter Form die Learning Analytics. Und was interessanterweise nicht drin ist, ist sowas wie Zoom oder Miro. Die sind interessanterweise nicht drin. Dann frage ich mich, warum nicht, aber sie sind nicht drin. Das Ganze ist wegen der Komplexität natürlich fürchterlich zu bedienen und zu fliegen. Das merkt man dann, wenn man damit umgehen muss, irgendwie einen neuen Kurs einfliegen muss oder was ändern will. Mit KI sollte das Ganze lockerer gehen, sozusagen die KI als Erklärbär, wenn man so will. Man kann sich von morgens bis abends was erklären lassen, mit Sokrates diskutieren oder sich von Sokrates Fragen stellen lassen. Was bisher noch weniger gemacht wird, aber einige eben schon anfangen, dass man sagt, okay, man nimmt Lehrbücher in den Kontext rein, damit es etwas weniger, in Anführungszeichen, Halluzinationen gibt. Feintuning oder Lehrbücher, so eine Vektordatenbank könnte man machen mit den GPTs von OpenAI, ist das im Prinzip ja machbar. Die Aufgaben, die dann gestellt werden, können sehr persönlich sein, genau eine passende Aufgabe zu dem Problem, was man da hat, mit Erklärungen. Sehr persönlich. Bisher baut man ja gerne riesengroße Aufgabensammlungen mit fertig vorgestanzten Aufgaben. Vielleicht stehen ein paar Zufallswerte drin. Aber dann spätestens bei den Erklärungen, warum das jetzt falsch oder richtig war, wird es dann sehr schablonenhaft. Das ist eigentlich vorbei mit den Large Language Models. Die Erklärungen, warum es falsch ist, können sehr persönlich und fehlerbezogen sein. Früher hat man das dann ITS genannt, die intelligenten Tutorensysteme. Die Barrierefreiheit auch viel anders als bei den bisherigen Systemen, wo man alles Mögliche erstmal übersetzen musste und untertiteln musste und was auch immer, was für ein Drama. Und heute sagt man der KI, jetzt kannst du bitte das auf Arabisch oder in einfacher Sprache oder jetzt soll es ja demnächst endlich kommen von OpenAI, die Sprachein- und Ausgabe, dass man auch vernünftig reden kann, wie mit Menschen reden kann, nicht nur so schablonenartig reden kann. Diagramme funktionieren immer noch nicht richtig gut, aber sie funktionieren sozusagen wöchentlich besser, dass man vielleicht auch was zeichnen kann und Zeichnungen ausgeben kann. Die interaktiven Simulationen, insbesondere ja bei Claude, dass man Interaktion in Auftrag gibt, sozusagen sogar mit irgendwelchen Schiebereglern und das dann live ausprobieren kann, das wird sicherlich mehr werden. Die Kompatibilität finde ich sehr spannend, wo bisher bei der Migration von einer Lernplattform zur anderen Lernplattform die absolute Katastrophe ausgebrochen ist. Wie kriegt man jetzt die Materialien, die da tief reingegraben sind, total verästelt, eingewurzelt sind in die Lernplattform, wie kriegt man die übertragen auf die nächste Lernplattform? Ein echtes Drama. Heute kann man sagen, okay, man nimmt einfach seine PDFs und schiebt das auf ein anderes LMM. Da muss ich nichts großartig anpassen. Das liest die ja wie ein Mensch, die PDFs liest. Und was die Learning Analytics angeht, ein Zitat unten von Salman Khan, von seiner KI, etwas haarsträubend. Parents can access their child's chat history and get alerts about inappropriate interactions. Also die zeichnen ganz brutal alles auf, was da an Interaktion läuft mit der KI. Und die Eltern können sich das dann mal später angucken, was ihr Kind da so gemacht hat. Das möchte ich an der Hochschule spätestens dann eigentlich nicht mehr haben. Aber sowas ginge da natürlich auch. Dass man dann fragt, wie oft wurden denn Fragen zur Bruchrechnung gestellt oder sowas und die Maschine fasst das dann nicht zusammen. Also die Learning Analytics, die gehen dann eigentlich auch auf Turbo in der KI. Natürlich ist das Ganze nicht problemlos. Digital Divide, das übliche Thema. Zugang zu den Medien sollten inzwischen fast alle haben, den technischen Zugang, aber die Nutzung, das sehe ich bei meinen Studentinnen und Studenten, die Nutzung ist schon eine schwierige Angelegenheit. Wie bei Google. Das erste Suchergebnis bei Google, okay, man nimmt das erste Ergebnis, was da rauskommt und hakt nicht nach. Das geht dann Hand in Hand damit, dass man gar nicht wirklich durchdrungen hat, was da rausgekommen ist, fachlich nicht durchdrungen hat, was da rausgekommen ist. Also ohne die Fachkenntnisse, Fachkönnen geht es einfach nicht. Ansonsten übernimmt man den Unsinn, der da oft eben rauskommt, immer noch oft rauskommt. Je höher das Semester, desto mehr Unsinn kommt raus aus der Maschine.
Man muss mit der Maschine diskutieren, weil es nicht das richtige Resultat sofort liefert, was man haben will. Das nervt natürlich, wenn man jetzt über Mathematik und Physik oder Informatik diskutieren muss mit der Maschine. Die Erwartungshaltungen. Was erwarte ich eigentlich? Erwarte vielleicht, jetzt gib mir die Lösung, gutes. Aber nein, dann kommt die Maschine mit einer langen Erklärung, die nicht so richtig passt, die ich auch nicht verstehe. Das macht es schwierig. Die Software kommt vielleicht von der Hochschule, wird vielleicht von der Hochschule bereitgestellt. Das ist dann immer ein Brandmal, so wie Elster für die Steuererklärung. Das möchte ich lieber gar nicht aufmachen. So ähnlich ist das da dann auch. Die Software von der Hochschule, sofort ein schlechtes Gefühl, Zwang, schlechte Noten, Durchfallen, will ich lieber gar nicht machen. Software von draußen, das ist so wie Anarchie. Da gibt es auch die Phänomene, das sehe ich dann bei den Studentinnen und Studenten, dass dann Sachen aus der Lernplattform rauskopiert werden auf irgendwelche anderen Plattformen, weil es bequemer ist oder weil man da unter sich ist oder man benutzt nicht die Kommunikationsfunktionen der Lernplattform, sondern geht direkt auf andere Systeme. Das ist schon eine Flucht, die da immer drin ist. Das wird ähnlich dann passieren, wenn man KI von der Hochschule bereitstellt. Und ein Effekt, von dem ich nicht weiß, wie groß er ist, den ich mir vorstellen kann, wenn man sagt, hier ist die KI, jetzt nehmt mal das Zeug. Ich mache inzwischen sehr viele Skripte zum Beispiel, stark KI unterstützt. Weiß ich nicht, wie das ankommt bei den Studentinnen und Studenten, ob die sagen oder zumindest fühlen, der Prof soll gefälligst was für uns tun und nicht einfach nur Knöpfchen drücken und im Schaukelstuhl sitzen. Also, dass die Wertschätzung da nicht empfunden wird. Probleme im Umfeld gibt es auch noch. Urheberrechtsgesetz läuft da gerade in Hamburg ein Verfahren. Was darf man eigentlich lernen aus dem Netz und was heißt maschinenlesbar dran zu schreiben, dass es nicht gelernt werden kann? Das ist ja alles noch sehr unklar und je nachdem, wie das ausgeht, zum Schluss höchstrichterlich ausgeht, irgendwann wahrscheinlich in ein paar Jahren, kann da noch einiges ganz schön schief gehen. Die Datenschutzgrundverordnung natürlich. Was darf überhaupt an Daten erfasst werden ohne Ende? Die KI-Verordnung, das die Systeme, wenn wir sie dann einsetzen in der Hochschule, natürlich Hochrisikosysteme sind nach KI-Verordnung. Nur weiß keiner, was das jetzt genau heißen soll und was das genau bedeuten soll, weil da fehlt noch ganz fürchterlich viel, was konkretisiert werden muss, vielleicht auch wieder erst vor Gerichten konkretisiert werden muss. Schwierig, schwierig. Selbstbestimmung sogar, man darf ja nicht öffentlich verlautbaren, dass eine Person vorher ein anderes Gender hatte. Ohne Ende gibt es rechtliche Probleme, die dann noch auftauchen werden, die derzeit noch nicht in voller Tiefe absehbar sind. Aber das größte Problem ist, glaube ich, dass die Lernplattform, die LMS, ganz tief in die Hochschulorganisation eingebaut sind. Es gibt eine Abteilung an jeder Hochschule, die, nehme ich mal an, die sich damit befasst, die ist darauf spezialisiert. Ein paar Leute sind dafür eingestellt, die machen genau das und die wollen wahrscheinlich auch jetzt nicht auf Anhieb irgendwas anderes veranstalten, sondern erstmal dabei bleiben. Ich befürchte so einen Reflex, dass man sagt, okay, wir haben den ganzen anderen Kram eingebaut in die Lernplattform, was auch immer alles gekommen ist, haben wir immer eins nach dem anderen in die Lernplattform eingebaut. Wenn wir jetzt auch noch KI einbauen, da gibt es ja das eine oder andere Plugin und so weiter, was das dann schon tut, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, das auch noch da reinzusetzen. Im Gegenteil, glaube ich, ist eben nicht sinnvoll. Abschließend, grundsätzlich ist natürlich die Frage, worum geht es hier eigentlich bei dem Ganzen? Die wichtigste studentische Frage ist wahrscheinlich, was muss ich lernen? Sag mir, was ich lernen muss, damit ich hier die 4,0 mindestens bekomme. Und wenn diese Haltung dann auf KI stößt, kann das zu gewissen Komplikationen führen oder Kollisionen führen. Lass man sich mal überlegen. Wir werden es jetzt sehen. Wir sehen es ja auch gerade, zu welchen Kollisionen das dann führen kann. Dann die Frage, wenn man ganz viel Services anbietet, das hat man ja bisher schon mit den Lernplattformen gemacht, dass man bis ins Kleinste durchdekliniert hat, was alles anzugucken ist, die PowerPoints hochgeladen und hier gibt es auch ein Diskussionsforum und so weiter und so weiter und so weiter, bis ins Kleinste durchdekliniert. Diesen Service, will man diesen Service eigentlich machen, wie weit will man diesen Service treiben, dann auch mit KI, wann wird es Verschulung und Überbehütung, wann wird der Service übertrieben? Und ich hatte es schon eben erwähnt, die Erwartungshaltungen. Wenn man die Erwartungshaltung mit denen, die es jetzt kollidiert, wenn man die weiterhin bedienen, okay, ihr wollt Lernmaterialien haben, um zu wissen, was ihr jetzt am Tag vor der Prüfung auswendig zu lernen habt. Oder will man bewusst dagegen arbeiten, will man die irgendwie steuern, da bräuchte man irgendeine Strategie. Ich sehe noch keine solche Strategie. Dankeschön.